Ich weiß nicht, den musst du eigentlich nicht weiterverfolgen. Ja, jetzt muss ich ihn eliminieren. Vielleicht hat er Pfeile. Nein, keine Schlafpfeile. So, jetzt musst du da rein. Nicht vor. Ach, Kiste, wirklich. Ja. hüpf da runter, komm schon. Das Gold, das juckt dem Lukas in den Fingern. Das ergibt keinen Sinn, aber. Silber und Sand, Silber-Tiefen. Nett. Gell. Halt, Pfeil. Was? Die haben doch keine Pfeile dabei, das sind Wachen. Wirklich. Er hat einen Berserkerpfeil dabei. Aber kein Schlafpfeil. Im Unterarm. Ja. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich weiß, was da passieren wird? Hä? Was glaubst du denn, dass passieren wird? Nein, Lukas, nein. Such einen friedlichen Weg hinein. Einen friedlichen? Lass mich verarschen. Es geht. Sagte der, der jedes Mal die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja, aber du kommst doch offensichtlich so nicht rein. Du musst dir einen Punkt suchen, an dem du hochklettern kannst. Am besten ohne Wachen aufzu. Ist da hinten, ja, kann man gerade sagen, da hinten, Schatz. Irgendwie. Hüstel, Hüstel. Hüstel, Fingerzeig. Ja, aber das haben sie ja nicht gesehen. Aber ich hab's ja gerade gesagt. Ja, ich weiß. Du machst immer die Illusion kaputt, Lukas. Du bist, welche Illusion? Du bist ein Traumzüchter, keine Ahnung. Ja. Die Illusion, dass ich, keine Ahnung, nur gehüstelt habe. Und du dadurch gewusst hast, wo du hin musst. Kick fände ich cooler. Oh, jetzt ist er trotzdem besser. Den rechts kannst du jetzt töten, weil der schaut gerade nicht hin. So, das könnte jetzt etwas knapp werden. Du kannst entdeckt werden. By the way. Nicht in Kämpfe wickeln lassen ist bloß eine optionale Option. Eine optionale Option. Jawoll! Danke. Danke, Eddie. Die schwimmen. Spaß. Ja, wird gar nicht cool. Nicht cool. Ja. Da hast du recht, das ist nicht cool. Okay, bei der stört mich gerade ungemein. Wo sind die denn hier? Oh, Huck, die sind auf dem Boot. Oder dahinter. Je nachdem. Such's dir aus. Aber da der meine Mission hochgradig gefährdet. Muss er weg. Das war ein Applaus wert, das war genial. So. Ich weiß nicht, ob das alle unter Deck oder so. Ja, bla. Du kannst natürlich auch versuchen über den Ableger da unten. Genau den. Aber ich glaube, das ist zu weit weg, oder? Das ist zu weit weg. Das ist praktisch. Ah, verdammt. Nimm die Pistole, das merkt keiner. Oder nimm das Gewehr von ihm. Warte. Okay. Haben wir noch Wurfpfeile? Ha, ich glaube, das ist nicht so weit weg. Ich glaube nicht, dass das nicht so weit weg ist. Ah, da. Nee, das wird nicht klappen. Oder? Mindestens da unten können wir uns festhalten. Also ich kann zumindest ins Wasser hüpfen. Ja, probier's mal. Okay. Jetzt sind wir wenigstens einen Schritt drüben. Weiter. Ja. Der darf untertauchen. Wer? Die Wache oder ich? Die Wache, aber sie ist nicht nah genug rangegangen. Schade. Das ist, ich habe das Gefühl, dass die zwei roten Punkte irgendwo im Meer schwimmen. Schaut so ein bisschen aus, gell? Oder unter Deck sind. Dreht sich die Tür ist ja offen. Wer lässt denn den Hintereingang offen? Meine Güte. Einmal diese ahnungslosen Wachen. Immer die neuen. Oh, komm schon, echt jetzt.
Ja, das Spiel macht sie am Ende nicht mehr leicht. Er hat die Leiche gesehen. Er muss ruhig gestellt werden. Hallo? Okay. Scheißsteuerung. Ja, das war das optionale Ziel dahin. Da hat das Ganze so gut angefangen. Scheißsteuerung immer. So. Aber manchmal ist man auch selber schuld, wenn man. Ja, lala. Töt ihn doch. Töte ihn. Oder geh ungesehen oben rum. Halt ungesehen. Wie du willst. Da schaut keiner hin gerade zu den zwei. Zu den zwei schaut gerade keiner hin. Einfach raus und einfach. Kame, Hame. Gleich. Ha. Ha. So. Das ist. Ah, da geht's raus. Siehst du? Fenster? Links? Okay, ja. Keine Pfeile. Komm schon, ich will Schlafpfeile. Natürlich hat er keine Pfeile. Ach, Bomben, Kugeln, Pfeife. Das ist sogar der stealthy Weg gewesen. Ja. Aber leider. Ah, auch. Kannst du? Ja, du kannst. Ich wäre mir da nicht so sicher gewesen. Kleiner Applaus. Wir haben 50 Animus-Fragmente gesammelt. Schön. Wir kriegen dafür eine Benachrichtigung. Das ist das alles, was wir kriegen. Yeah, es hat sich voll gelohnt. So, jetzt müssen wir aber langsam nach oben, ne? Jo. Und was bietet sich besser an als hier? Und dann können wir Laureano Torres eliminieren. Drück B, dann pfeifst du. Nein, drück nicht B. Ich habe extra nach oben geschaut und nein, man pfeift dadurch nicht. Vielleicht aus dem letzten Loch oder so, aber. Wie komme ich an den Rand? Geh da weg! Stimmt eigentlich, ich könnte eigentlich den Scharfschützen da drüben erstmal ausschalten. Ja. In der Hoffnung, dass es dann einfacher wird. Kletter hoch. Hast du B gedrückt? Nein. Also zum Greifen, zum Festhalten, meine ich. Nee, gar nichts. Okay. Ich dachte schon, der Lukas wäre reaktionsschnell gewesen. Nee, weil das ist, wäre eigentlich loslassen. Deshalb habe ich da von Anfang an von abgesehen. Ja, im Teil 2 war es halt auch noch festhalten, wenn man gefallen ist. Komm, der ist da unten. Einfach draufspringen und flatsch. Flunder. Mach die Flunder von Torres. Wirklich. Wir müssen uns alle Ziele offen halten. Alle Fluchtwege. Warum Fluchtwege? Du wirst sowieso entdeckt, wenn du ihn tötest. Meinst du? Ja. Das meine ich nicht nur. Töte ihn, Lukas, bitte. Bitte. Bevor das Ganze hier umsonst war. Einfach gegen die Wand gedeckt. Ja. Bevor das hier umsonst war, töte ihn, bitte. Lukas, bitte. Töte ihn einfach. Nicht jetzt. Nein, nicht Attentat drücken. Jetzt. Danke. Yeah. Das war's, Torres. Zeit. Das wieder, hä? Was wieder? El Tiburón. Hallo? Was machst du? Achso, du wartest. Okay. Hübsches Kerlchen aus der Nähe. So, ich weiß nicht, wie du. Ah, okay, das funktioniert so nicht. Du musst und wenn ich dich erschieße. Verteidigung durchbrechen. Ah. Das hab ich mal. Okay, geht nicht. Au! Ja, das war ein schlechter Zeitpunkt. Ja, ja. Y schießen, ne? Doch du bist sicher nicht immun gegen Kugel. Ja, jetzt muss halt nachladen. Oder ihn weiter angreifen. Aber jetzt ist auch schon vorbei. Oh, du bist gleich tot. Ah, okay. Wie hast denn du nachgeladen? Mit Skill. Oh, komm schon.
Au! Ich muss warten, bis er kommt, bis er dich angreift. Nein! Oh. Wenn du sprechen könntest, Freund, würde ich gern deine Version hören. Einst hast du mich besiegt. Das war mir eine Lehre und ich habe mich gebessert. Stirb im Wissen, dass du trotz unserer Feindschaft aus einem Halunken einen Soldaten gemacht hast. Mögest du ewigen Frieden finden. Unten bei den Toten. Da ist was. R2. Also RT. Wie sagt er? Freihalten. Keine Wache da. Weg ist frei. Okay. Kletter, Eddie. Man kann sich alles schön reden. Und springen. Verstecken. Okay, ups. Du musst noch weiter raus. War vielleicht die falsche Richtung. War vielleicht nicht unbedingt die richtige Richtung, aber... Du musst aber aufhauen. Daran führt kein Weg vorbei. Gut, klettert wäre ich vielleicht nicht, aber... Ich schon. Richtung ist egal, gell? Hauptsache aus dem roten Kreis raus. Nee, du musst nur aus dem Gebiet entkommen. Jetzt musst du anonym werden. Jetzt musst du den grünen Punkt erreichen. Och, den nö. Du gerade wegläufst. Lukas, du läufst vom grünen Punkt weg. Ich weiß. Lukas, du läufst vom grünen Punkt weg. Tu ich nicht mehr. Lukas, du läufst auf den grünen Punkt zu. Dankeschön. Bitteschön. Ah. Erreichen. Nicht erahmen, erreichen. Hier haben wir gestartet, die Mission. Ja. Yep. Ich wollte halt nicht unten lang laufen, das schien mir wie eine relativ blöde Idee. An der Wachen waren? So ein bisschen. Ja. Was? Mach doch einfach weiter. Ist doch keine mehr da. Sicher, sicher. Du kannst ja auf die Karte gucken. Tu ich, ja. Wo sich hier die Gegner befinden. Behe. Süß. Ein Dachgarten, in klein. Ein Gartendach. Ja. Halt, stopp! Das war knapp. Alle Dude. Alle Dude. Au. Tja. Wenn er nichts hat, gegen das er kämpfen kann, dann kämpft er gegen dich. Oh, halt, nein! A-Drücker. So. Musst du ab dem Teil ja gar nicht mehr. Kletter, Eddie. Musst du ab dem Dreier, glaube ich, schon gar nicht mehr. Egal. Wabalabadabdab. Nur noch 180 M. Längeneinheiten. Measures. Das sind Meter. Klein M ist das. Oh Gott, wie heißen diese Zeichen? SI-Einheiten, genau. Oder sind Zentimeter? Nee, Meter sind ist eine SI-Einheit, ne? Ja, weil bestimmt, Zentimeter ist ja. Zentimeter ist ja ein Hundertstel von einem Meter. Ja, der, warte mal kurz. Deswegen ist es eine SI-Einheit. Eine genormte Einheit, die festgelegt ist. Gibt es auch Einheiten, eine genormte Einheiten, die locker festgelegt sind? Die was? Die locker festgelegt sind? Ja, gibt's.